Wir gehen heute das erste Mal auf meinem Kanal auf das Madrider Stadtderby Atletico vs Real Madrid. Bevor es weitergeht, Freunde, halte ich hier was ganz Schönes in der Hand. Es ist soweit. Ab sofort ist EAFC 24 verfügbar. Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung und ich habe das Madrider Derby bereits schon in FC 24 vorgezockt, Leute. Und bisher bin ich begeistert vom Gameplay und ich finde es richtig krass, wie heftig realistischer es nochmal geworden ist. Die ganzen Bewegungen und Animationen hier zum Beispiel beim Dribbling von Vinicius sieht man es auch. Alles fühlt sich so smooth an. Ich habe fast direkt so ein geiles Scorpion-Tor erzielt. Das Spiel hat auch so viele lizenzierte Ligen, Clubs, Spieler und Spielerinnen wie nie zuvor. Und einige neue Frauenligen sind jetzt auch noch dazu gekommen. Das finde ich auch richtig cool, wie breit das Spektrum mittlerweile ist. Am Ende ging das Spiel dann virtuell 2:1 für Atletico aus. Damit hätte ich aber in Real Life gar kein Problem. Es wird aber nicht hier stattfinden, sondern im Wanda Metropolitano. Ja, was haben wir denn hier mitten im Zentrum von Madrid? Erstmal der Real Madrid Fanshop, aber da gehen wir auf gar keinen Fall rein. Aber hier haben wir die EAFC 24 Werbung. Am 29. September kommt das Spiel offiziell raus und da hat einfach ein Union-Fan den Sticker über das Real-Wappen geklebt. Und hier bin ich auch noch im Screen zu sehen. Was geht ab, Leute? Und auf der Rückseite sehen wir auch noch Vinicius mit einem freshen Trick. Auch hier der Union-Sticker. Geil. Leute, checkt das Game ab. Link in der Videobeschreibung. Barca hat ja extra auch in Madrid einen riesen Fanshop hier aufgemacht. Und als sie den angekündigt haben, gab es auch so ein riesen Plakat, um dafür Werbung zu machen. Schau mal rein, Digga. Boah, Alter, aber der ist richtig geil geworden. Hammer. Zweistöckig sogar. Oh, das gefällt mir, Digga, in diesem runden Style. Langärmliche Trikots sind auch mal so geil. Ich habe nur ein einziges von Barca von 2008-09. Ich muss auch immer an Piqué denken, wenn ich das sehe. In den Umkleidekabinen ist auch hier das alte Camp Nou, muss man jetzt mittlerweile ja schon sagen. Da sind auch noch so ein paar Spieler an der Stange. Gefällt mir, Digga, das Design. Oh, und das spiegelt sich auch nochmal. Hier so alles blau-rot, die Säule. Geil. Schaut mal, wie diese Treppe hier auch am Funkeln ist. Unnormal nice aus. Ah, okay, und oben ist nur die Kinderabteilung. Aber da können wir das neue Spotify Camp Nou noch mal bestaunen. Alter, man kann sich gar nicht vorstellen, dass die das wirklich so umsetzen. Ich hoffe, die gehen davor nicht pleite. Ich weiß nicht warum, aber diese Seitengasse gibt mir so voll die Assassin's Creed Vibes. Mit diesen kaputten Ziegeln, so als ob es so vom 18. Jahrhundert oder so wäre. Was geht ab, Bär? Die Altstadt hier hat schon sehr viel Charme. Vor allem auch das Gebäude da oben. Gefällt mir. Auch voll auf. Sind hier solche schönen Wandmalereien. Da hinten ist der Plaza Mayor, da gehen wir jetzt auch noch hin. Irgendwie macht es mich schon traurig, ne? Früher waren in Madrid überall nur Ronaldo-Trikots, jetzt Vinicius. Da haben wir eins gespottet, Griezmann. Aber ich sag's euch ehrlich, Messi hängt hier viel öfter. Pikachu. Das ist hier auch sehr, sehr berühmt, der Platz. Hier hängen auch richtig viele immer abends ab und trinken einfach etwas. Auf sich mal draußen. So, ich hoffe, ich jetzt, glaube ich, hier in eins dieser Restaurants. Da ist auch diese berühmte Statue. Ich entscheide mich jetzt hier für die Paella. Das ist natürlich typisch spanisch mit Meeresfrüchten, kostet 24 Euro. Oh yeah, Baby. Jetzt muss es nur noch so schmecken, wie es aussieht. Boah, überragend. Mit einer Muschel und einer Garnele drauf. Richtig gut. 9 von 10. Boah. Oh, alles aufgesnackt, Leute. Zu gut. Hier beim Plaza del Sol, das ist der große Platz. Oh, Luigi auch am Start. Hier waren die ganzen Union Berlin-Fans am Start. Da, wo die große Pferdestatue auch ist. Und mein Hotel befindet sich da drüben um die Ecke. Ich chill jetzt 2 Stunden auf meinem Zimmer, Leute, verdau ein bisschen, schau einen Film an und danach gehen wir ins Gym. Maxi aka Sid stößt hier heute auch noch dazu. Deswegen habe ich auch 2 Einzelbetten gebucht. Und wenn alles nach Plan läuft, fliegen wir dann am Montag von Madrid aus direkt nach Miami. Am 28.09. findet das US Open Cup Final statt. Aber gestern Nacht hat sich Messi einfach verletzt, Digga. Deswegen kann es sein, dass ich den noch stornieren werde im Flug. Wobei es danach aussieht, dass er nur leicht angeschlagen ist und eventuell doch noch fit wird rechtzeitig. Endlich wieder im Training. Nach dem frischen Tattoo muss man ja leider immer eine kleine Pause machen. Und davor auch wegen Illegella Cup, Leute. Habe ich mich ein bisschen geschont und eher auf Ausdauer konzentriert. Wie ultra fresh ist hier aber dieses Fitnesszimmer.
hier in der Ecke noch einen Boxsack und dann so eine große Fensterscheibe, wo man dann genau auf die Einkaufsstraße blicken kann. Dann haben wir hier einen Crosstrainer, Fahrrad, Laufbänder und noch ein paar Geräte. Alles am Start. Vamos! Immer Meter machen. Wie cool, das wird einfach auf dem Display so animiert, als wenn man gerade wirklich durch die Alpen fährt. Übrigens, Leute, nehmt euch kein Beispiel an meiner Ausführung. Ich bin kein Fitness-Pro. Und fertig mit Training. Ich gönne mir jetzt hier noch einmal die Aussicht vom Rooftop bei Nacht. Ich finde es ganz geil. Schaut mal, das Ziffernblatt vom Kirchturm ist einfach in Blau. Sehr, sehr dope. Hier den Pool, den sieht man gerade kaum. Auch diese Fassade, Digga, wie die beleuchtet ist. Hammer. Und das muss ich nochmal zeigen. Diese Pflanzen, ey, die hängen hier wirklich 5 Stockwerke nach unten an diesen Drahtseilen. In Spantarino. Jetzt werden erstmal hier die Gains gesaved. Schaut dort in diesen Ehrenmann, Digga, der mir das Essen gebracht hat. Hier, der Empfangsbereich. Sieht ja auch echt nice aus bei Nacht. Ich habe hier ein bisschen Maki bestellt mit Avocado, Lachs und Thunfisch. Und hier noch solche Sashimi-Lachsscheiben. Ja. Liebe Sushi so sehr. Und für den Lieferdienst? Erstaunlich gut. 7,5/10. Ja, wer hat's denn endlich nach Madrid geschafft? Ein Tannenzapfen! Hat der Taxifahrer dich 500 Meter weit weggelassen? Das geht nicht. Geil. Wir probieren das erste Mal wieder in einem Zimmer gemeinsam zu schlafen, weil ich diese Dinger bestellt habe. Mouthstrips. Damit kann man seinen Mund zukleben und angeblich soll man damit auch weniger schnarchen, Digga. Maxi, wehe! Du schnarchst trotzdem genauso, mit zugeklebtem Alter. Mund. Ja, ich hau's mir auch drauf. Und kleiner Funfact, Haaland hat in einem Interview gesagt, dass er sich auch im Schlaf den Mund zuklebt, weil das angeblich den Schlaf auch enorm qualitativ verbessern soll. Maxi und ich gehen jetzt erstmal in einen veganen Burgerladen. Sind wir gespannt, wollen den mal austesten. Beziehungsweise ich will es austesten und ich zwinge ihn. Ich finde es auch immer so geil, wie weiß die ganzen Häuser hier sind, so richtig hell. Matt vegan und das Lokal hat 4,7 Sterne und tausende von Bewertungen. Sollte gut sein. Ja, sieht schön aus. Als Vorspeise probieren wir die Crunchy Chicken Nuggets aus. Für Maxi dann den Original Matt Burger und für mich The Matt Signature. Burger liegt bei 11 bzw. 13 Euro. Und Dessert gönnen wir uns einmal noch den Tiramisu und den American Brownie. So, also sieht schon mal sehr gut aus. Maxi, hast du überhaupt schon mal vegane Nuggets gegessen? Gar nicht, noch nicht. Probier mal du als Erster. Merkt man Unterschied schon, oder? Ja. 1 bis 10? Okay. 6 oder 7. Ja, aber das ist eigentlich stabil. Aber hättest du den mir so einfach so als Gerät, hättest du gesagt, dass es vegan ist. Ey? Ja. Aha. Schmeckt auf jeden Fall anders, aber jetzt nicht schlecht oder so. Nee, nee. Man ist halt anderes gewohnt. Ich sag auch so 6,5. Der Geschmack ist auch so ein bisschen so kartoffelig. Also rein optisch, 10/10, Digga. Süßkartoffeln erstmal probieren. Schmecken geil? Merke ich sofort. Richtig gut. Richtig lecker. Aber schmeckst du einen Unterschied zwischen den normalen? Null. Krass. Beim Burger wird man halt safe Unterschied merken, beim Fleisch gleich. Schön saftig, auch fast keine Difference eigentlich. Hey, krass. Und Fleisch schmeckt auch gut, Digga. Also besser als die Vorspeise. 1/10? 8. War was? Es ist echt lecker, Digga. Ein 8er Burger. Der ist gut. Also es ist natürlich anders, aber es schmeckt, weißt du? Der Mann filtert schon wieder den Burger aus. Digga, isst doch die Tomaten und den Zwiebeln, Mann. Muss groß und stark werden, Bro. Brauchst Gemüse. Also mein Feedback zu den Süßkartoffeln hat Maxi bestätigt. Und Burger? Also es ist schon echt Unterschied, aber ist voll okay. Ich sag auch sogar 7 oder 8, ehrlich. Boah, die Desserts sehen aber auch endlecker aus. Junge, einfach Food-Vlogger geworden, Digga. Kommt es langsam, oder was? Es ist sehr cremig. Schau, diese Schicht, siehst du das? Die ist voll hart, so voll cremig. Also das Dessert ist bis jetzt das Schlechteste. Aber so 5/10. Nee. Boah, schmeckt sogar gar nicht. Maxi und ich fahren jetzt zum neuen Bernabeu. Ich möchte ihm das mal zeigen und wir schießen dort auch ein paar Instagram-Bilder. Hola, buenas tardes. Al Bernabeu, porfa. Ey, wie cool, in der neuen C-Klasse bin ich noch nie mitgefahren mit dem Mitteldisplay. Maxi, ich weiß, du bist kein riesen Fußballfan, aber du warst in Amerika dabei bei den riesen, gigantischen Stadien. Und was sagst du dazu, Digga? Das kann
locker mithalten. Aber wie, ich finde diese Fassade, Bruder, Digga, das ist, weil von der anderen Seite ist noch besser. Genau, so sah es damals aus. Alter, das ist halt ganz anders. Aber das war natürlich auch 10 von 10, Bro, von der Geschichte und alles. Das Besondere hier dran ist einfach, dass es halt auch mitten in der Stadt ist, ne? Das hat Maxi gerade auch voll geflasht. Das ist auch ein Messi hinter Miami-Schal. Und hier, Campeón del Mundo, Bernaleo, Mario mit der Nummer 7 und Luigi mit der 5. Wir gehen gleich mal in den Real Madrid Fanshop rein. Ich mache mal eine Ausnahme und wir kaufen ein Jude Bellingham Trikot, Leute. Und ich verlose das hier bei diesem YouTube Video. Was ihr dafür machen müsst, um teilzunehmen, einfach nur den Kanal kostenlos abonnieren oder beziehungsweise Abonnent sein. Und ihr kommentiert, warum ihr das Trikot gewinnen möchtet. Kaufen wir gleich. Und on top kriegt der Gewinner dann noch von mir ein signiertes FC24. Und ganz wichtig, bei eurem Kommentar schreibt noch bitte euren Instagram-Namen dazu, damit ich euch auch kontaktieren kann. Die Seite ist am allerkrassesten, gell? Wirklich sehr krass jetzt. Eieieiei. So, da vorne machen wir jetzt einen Insta-Pick. Im März, wenn der erste Klassiko dann hier steigt, sollte die Arena dann auch komplett fertiggestellt sein. Jetzt besorgen wir mal das Trikot. Ja, es ist eigentlich bodenlos, ne? Ich bin hier mit Barca-Tattoo, Bro. In dem gegnerischen Feindgebiet. Man muss aber ehrlich sagen, das Trikot sieht schon 10 von 10 aus. Mit diesem Club World Cup Badge, Champions League Variante, ne? Das ist sogar, glaube ich, die Players Edition Variante. Also genau mit diesem Jersey und Material spielen auch die echten Spieler. Warte mal, wie kosten das überhaupt? Digga, 200 Euro. Egal, Leute, nur das Beste für euch. Also abgesehen von Real, ne? Okay, komm, Maxi, legen wir noch einen Schal dazu, oder? Welchen? So einen goldenen? Der goldschwarze kommt schon, ja. Ja, noch eine Kapitänsbinde. Oder? Erstmal, glaubst du, ich krieg damit Rabatt, Bro? Wir sind ready, macht mit, einfach nur abonnieren und kommentieren. Was mache ich hier eigentlich? Aber ich mag auch irgendwie Bellingham, ne? Aber ich versprochen, das Trikot ist nicht für mich. Und auch bei der Metrostation vom Santiago Bernabeu ist hier Werbung für FC24. Meine ganzen Tattoos sind jetzt eigentlich auch ausgeheilt, Leute. Hier der Scuff-Controller mit dem Skorpion, nur noch minimal pelzig. Hier die Nuklearmedaille und Rose, Leute. Und der fucking Goku, Junge. Yeah. Und? Wiedergeburtszeichen. Xavi hat seinen Vertrag jetzt bei Barca verlängert um ein weiteres Jahr. So lustig, wie der Präsident ihn hier geküsst hat. Und Cristiano Ronaldo befindet sich gerade in einer bestechenden Form, Digga. Und bei dem Spiel waren noch so viele Topstars auf beiden Seiten auf dem Platz. Und er erzielt wieder einen Doppelpack. Ich glaube, jetzt sein 9. Treffer im 6. Spiel. Und auch Harry Kane macht weiter bei seiner Torserie und erzielt einen Hattrick beim 7:0 gegen Bochum. Das ist auch ultra fresh. Das Gebäude mit so einer Pyramide oben. Na Leute, wer erkennt's? Hier wurde Haus des Geldes gedreht. Ja genau, hier war dann das Zelt aufgebaut, wo sie die Verhandlungen geführt haben. Und über den Platz ist dann die Tokio auf dem Motorrad gedüst. Ich finde, man erkennt es halt voll an den Fenstern, gell? Da, das ist der Eingang, der dann gesprengt wurde. Das ist so witzig, was Dackel für einen langen Körper haben. Er kackt erstmal vor der Bank von Spanien. Ey, wie episch sieht eigentlich dieser Weg aus, Bro? Der hört einfach nicht auf. Noch epischer ist dein Wiedergeburtszeichen. Der Dackel hat sich definitiv nicht an die Regeln gehalten, der Bad Boy. Was? So schaut mittlerweile Hermine aus? Ich hätte die niemals mehr erkannt, Emma Watson. Seid mal ehrlich, Leute, wer von euch hatte nicht Crush auf Hermine, Digga, von Harry Potter? Wir fahren jetzt zurück ins Hotel. Ich gucke gediegen Barca-Spiel an und später treffe ich noch einen Schulfreund von mir, der macht hier gerade Auslandssemester. Junge, Leute, Barca war bis zur 81. 2:0 hinten gegen Celta und jetzt haben wir es in 7 Minuten auf 3:2 gedreht. Vamos! Das Spiel ist aus und damit sind wir vorübergehend über Nacht Tabellenführer und setzen Real Madrid zumindest ein wenig unter Druck. Cancelo schlägt so ein, Digga, aber auch Felix. Leute, Sid hasst ja Tomaten und Gemüse. Ich frage ihn gerade, für wie viel Euro würde er die Schüssel jetzt essen? Er sagt zu mir 10.000, Bro. Digga, du tust, als ob das irgendwie dich vergiften würde, Alter. Der Feinschmecker kann sich Chicken mit Couscous. Und ich hier Pasta mit Pilzen, Gemüse. Ja. Es ist so viel los hier abends in Madrid, ne? Aber okay, wir haben auch heute Samstag. Schaut mal, wer ist denn da? Georgina, Ronaldos Freundin, ist hier am Posen für Guess. Essen war aber echt top, Leute. Wir lassen jetzt den Abend noch ein wenig ausklingen und spazieren hier an der Gran Vía entlang. Wir gönnen uns jetzt noch einen Drink hier im CR7 Hotel, ganz oben auf der Dachterrasse. So, rein da. In der 10. Etage befindet sich die Rooftop-Bar. Das ist schon ziemlich nice hier oben. Das ist sogar zweistöckig hier. Kann man auch was snacken. Da ist wieder der eine Kirchturm mit dem blauen Ziffernblatt. Am Fahrrad sein? Aquí en el sofa está bien. Sí, perfecto.
Hier ist auch noch so eine coole Sportsbar von ihm. Da hinten sehen wir auch das berühmte Fallrückzieher-Tor. Richtig geiles, fettes Bild. So, wir chillen uns jetzt hier aufs Sofa, Leute. Es gibt einen Ballon d'Or Cocktail mit Wodka, Vanillesirup, verschiedenen Früchten. Maxi, ich kleb dir gleich so den Mund zu, Digga. Du bist genauso getaped. Ach, Freunde, ist das schön. 26 Grad, Sonnenschein. Die Nacht war so, so lala, dieses Mouth-Tape hat definitiv was gebracht. Am Ende habe ich Maxi nur so richtig laut durch die Nase atmen hören, Digga, dass ich trotzdem mit Oropax gepennt habe. Wir haben jetzt Matchday, 16 Uhr. Erstmal was frühstücken. Gönnen wir uns einen spanischen Döner, oder was? Sushi-Bar, die sieht jetzt nicht so einladend aus. Ey, wir haben einfach random so einen richtig geilen Fußballladen entdeckt. Legends Home of Football. Hier ist auch noch so ein World Cup Banner. Und das ist einfach Messi, Digga. Nein! Leo! Mira, mira, aquí está? Messi! Si, si, si. Mira, mira, aquí también. Ah, ja, yeah, ich zeige mir mein Tattoo. Der Alemania. Oh, Germany. Hallo. Yeah, hello, hello. Picture? Picture free. Free? Yeah. Und Dayton. Ach krass, hier ist einfach ein Museum, Digga, und da kann man hier drin auch frühstücken, cool. Wir checken jetzt mal auch hier den Trikotladen ab. Ah, das sind diese Retro-Shirts. Ich habe ja auch eins zu Hause mit der 10 hinten safe, gell? Ja, Maradona. Ja, das ist so Streetwear-mäßig, langärmlich, ganz geil eigentlich. Hier sind auch überall Champions-League-Bälle, Figuren sogar hier. De Bruyne, Piqué. Hier sogar, oh Alter, sogar die Mannschaftsbusse kann man sich hier kaufen, Digga. Aber Barca gibt's nicht mehr. Oh, ey, Digga, die Socken sind ja richtig cool. Argentinien-Socken, Bro. Monopoly sogar mit Maradona. Hey, Alter, was ist das für ein Laden, Digga? Hier auch so Schlüsselanhänger. Ey, Digga, einfach die La Liga-Trophy in Miniatur. Maxi, ich muss jetzt ein paar Sachen kaufen, ne? Ey, das kann ich schön auf meinen Lowboard stellen im Wohnzimmer. Das ist Wanda Metropolitano, Leute, wo wir heute hingehen. So alte Lederbälle auch. Digga, das ist einfach der coolste Laden. Iniesta. Hab da noch irgendwas mit WM gesehen. Schau mal, Ronaldo, Bro. Was ist denn das? Das ist sein allererster Spielerpass, als er ein Kind war. Das ist ein richtig geiles Geschenk, wenn man Ronaldo-Fan ist. Digga, hier gibt's ja auch noch voll viele Sachen, Alter. Ah, hier ist von der spanischen Nationalmannschaft noch Official Merch. Das ist auch so eine kleine Champions League Trophy. Oha, voll gute Qualität sogar. Die ist richtig schwer. Digga, dann hip mal in die Hand, Maxi. Oha, Alter, hätte ich nicht gedacht. Ah, okay. 119 Euro kostet der. Aber der ist auch qualitativ echt super. Das ist schon geil, Digga. Liga-Trophy. Diego Armando Maradona auch noch hier als Statue. 4D-Kino, eine Abteilung ist nur für Champions League. Legendäre Spieler, Kronjuwelen, alles sehr riesig hier, aber erstmal gehen wir ganz oben etwas snacken. Hier noch für die WM. Alter, Bro, ich wusste gar nicht, dass es sowas hier gibt. Wie cool, Digga. Das ist einfach so eine Rooftop-Sportsbar. Hier überall sind Screens. Kann man hier auf jeden Fall die Matches sich auch gönnen. Ich glaube, ich war auch in dem anderen Lokal, Leute, von dieser Kette in der Innenstadt, aber da war das Essen leider nicht so lecker. Para comer algo. Para comer, sí. Ey, cool, wir schauen sogar genau auf den Puerta del Sol. Das Herz von Madrid. Okay, es besteht Hoffnung, weil hier ist eine andere Speisekarte. Ich finde es auch witzig, die haben es hier so beschriftet. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Hast du zwei Burger für dich genommen? Ich habe zwei, ja. Lol. Ja, weil er meinte, die Burger sind voll klein, aber die sind noch nicht so groß. Aber da ist halt jetzt kein Käse und so, ne? Kann ich ja nicht. Mm. Ah, sieht schwierig aus, oder? Ich sag dir ehrlich, der vegane Laden war viel besser. Pommes sind voll average. Ich muss sagen, aber die riechen auch irgendwie komisch gerade, gell? Die Burger. Ja, und das ist auch unnötig, dieses. Dass das Schinken, Digga. 5,5. Deine Nuggets sind auch irgendwie so cringe frittiert, Digga. Wie schmecken die? Ganz eklig. 2,10. Boah, Digga, aber das ist schon gottlos, Digga. Also belastend, ehrlich. Alter. Das ist auch richtig fresh hier von Maradona. Mit so Strasssteinen, das argentinische Wappen. Als allererstes gucken wir uns hier so ein Video an. Offiziell wurde der Fußball 1863 erfunden. Wusste ich gar nicht. Die Zeitreise als Einleitung, eine richtig geile Idee. Und ich habe ganz sofort so Gänsehaut bekommen bei den Messi und Ronaldo sehen. Oh, Ballon d'Or. Yeah. Geil. Da können wir hier Bilder machen mit dem Ballon d'Or. Oh, geil. Mache ich jetzt selber eins, Bro. Man wird dann da so reinphotoshoppt. Alles hier so voll aus Marmor, ne? Als allererstes erlebt man hier die 10 berühmtesten Stadien der Welt auf diesen 3 riesen Displays. Und Camp Nou gehört natürlich dazu. Und Fun Fact, die ganzen Trikots und Objekte im Museum sind alle Match-Worn. 1992, ja, gegen Saudi-Arabien. Brasilien, Digga. Oh, da ist auch eine von Deutschland, Bro. Hier ist, was ist das? Chile gegen Deutschland.
Das ist Confed Cup. Boah, das ist geil, Digga. Das ist doch von Ronaldinhos Unterschrift. Leute, man erkennt es sofort, ne? 2005 beim Confed Cup. Da ist nochmal ein paar Mal Argentinien. Oh, Bro, was ein geiles Trikot. Mein Gott. Da war ich, Leute, beim Spiel, Freunde. Das ist das Finalissima gewesen. Im Wembley. Da war ich im Start. Boah, Digga, ich würde so ein Trikot hätte ich so gerne Match One von einem Argentinien-Spieler. Boah, sieht richtig geil aus. Also Museum top bisher, Essen flop. So sah damals die Champions League-Trophäe aus, Freunde, als die Competition introduced wurde. Schau mal, wie geil das aussieht, Digga. Wenn ich mal ein großes Haus haben sollte, Bro, werde ich mir den Keller auch so richtig so All-Black-mäßig einrichten. Genau mit so einer Beleuchtung. Und an der Seite des Trikots, Gerd Müller Trikot, Bruder. Krank. Alter, sieht das heftig aus. Oh, wer kennt noch diesen Ball, Digga? Mit dem konnte man solche Knuckleballs schießen. Hier auch ein Trikot, natürlich von Cristiano Ronaldo. Fernando Torres. Oh, Bro, bitte film mich. Hier ist eine Ex-Abteilung nur von der lateinamerikanischen Mannschaft. Messis Trikot, Digga, gegen Kolumbien. Halbfinale von der Copa America. Und hier ist die Trophäe. Da ist auch die Medaille drin. Das ist einfach Match One, Bro. Match One. Schau mal, wie geil das aussieht. Ja, der schon, wie das aussieht, Alter. Ein Abteil hier ist natürlich dem WM-Titel 2010 von Spanien gewidmet. Iniesta hat damals das Tor geschossen, Fabregas Vorarbeit. Und auf dem Boden hier ist auch die Startelf von Spanien. Hier natürlich im Tor mit Iker Casillas. Boah, 2010, Bro. Alter, schau mal, das Trikot ist einfach gerade verschwunden hinterm Display. Voll die nice Transition. Südafrika WM 2010 mit den Vuvuzelas war auch einer der geilsten WMs überhaupt. Ui, Bro. Das ist so ein, Maxi, du bist natürlich kein großer Fußballfan, aber für mich ist das End des Paradies. Maradona-Tor bei Barca. Das ist von Messi? Ja, 2012, 2013. In dem Jahr hatte den Kalenderjahr Torrekord von Gerd Müller gebrochen. Das Trikot habe ich sogar auch zu Hause. Langärmlich, auch von Cristiano Ronaldo. Ronaldinho von 2006. Sind das hier heftige Schmuckstücke? Boah, was für Trikots, Bruder. Von Luis Enrique, dem aktuellen Trainer von PSG. Neymar? Das ist seine Unterschrift. Ja, safe. Das ist seine Unterschrift. Ja, safe ist die Unterschrift. Das ist alles original, Bruder. Ja. Neymar. Hier ist noch ein extra Abteil für Classico. Mit dem Trikot hat damals Messi in der letzten Minute das 3:2 erzielt im Classico. Und dann den legendären Jubel ausgepackt, wo er das Trikot Richtung Realfans gehalten hat. Uiuiui. EA ist ja übrigens jetzt auch der offizielle Sponsor von der La Liga. Da kann man auch wieder ein Greenscreen-Bild machen bei der Champions League Trophy. So, wohin? Hier lang, oder? Legends, La Liga Trophy, Premier League. Ja, jetzt sind hier halt alle großen europäischen Top-Ligen. Europa League-Abteil. Hier ist auch die Trophy. Und dann geht's zur Champions League. Ah, da sind natürlich fast nur Real-Trikots gefühlt. Boah, Digga. Ey, Maxi, diese Trikots, ne? Das ist für mich. Alter, was sind das bitte für Schmuckstücke? 2015 MSN-Season, das ist das letzte Jahr von Ronaldo bei Real Madrid gewesen. Inter Mailand, wo sie gegen Bayern Champions League-Finale gewonnen haben, in Madrid. Das Trikot auch vom FC Bayern, wo sie gegen Dortmund im Wembley gewonnen haben. Und das war das Vintage-Ronaldo-Jahr, wo er das erste Mal Champions League gewann, 2008 mit Man United. Iniesta, das erinnert mich so an ihn. Aber guck mal, wie clean die Trikots damals aussahen. Das zum Beispiel von Inter Mailand. Das ist komplett schwarz-rot, einfach nur hier auch clean. Ja, das ist zum Beispiel Celtic Glasgow gewesen. Ohne Wappen sogar. Ja, jetzt sind wir ganz allein in dem Raum. Ich habe Hoffnung, dass Barca auch mal wieder bald die UCL gewinnt. Oh mein Gott, ich habe so Gänsehaut, Leute. Maradona-Videos werden hier abgespielt. Da ist ein altes Trikot. Und hier ist auch so eine Krone, Bro. Oh mein Gott, sieht die krank aus. Hier ist die Geschichte von der Weltmeisterschaft zusammengefasst. Zidane, Leute, 1998 WM. Junge, Maradona 86. Alter, wisst ihr, was da für ein Wert hier in den Vitrinen ist? Messi WM, Digga, gegen Mexiko. Da, wo er dieses geile Tor geschossen hat. Flach in die Ecke. Boah, Digga. Alter, Bro, Maradona-Trikot einfach von 86, ne? Ja, Pelé, Digga. Boah, was ist das hier für eine... Schau mal, Pelé, Maradona, Messi, Match One. Ja, moin. Cristiano Ronaldo bei der 2004 EM mit der 17. Da habe ich mich in den Fußball verliebt, Leute, als kleiner Butschi. Im WM-Finale 1986. Matthäus erzählt über seine Freundschaft mit Diego. In der Halbzeitpause das Trikot getauscht. Ach, und das ist das da, oder was? Nee. Das war natürlich... Doch. Dieses Trikot von Diego Maradona habe ich über viele Jahre aufgebaut. Doch.
Ach, er hat's wirklich abgegeben, ja. Wegen Matthäus, Leute, ist es hier. Lothar hat's mit Maradona getauscht und hat's dann hier an das Museum abgegeben. Das ist es. Boah, von der WM 86. Ey, wie krass das hier ist mit der Musik und so. Das Bild fühle ich gerade so sehr. Pelé, Maradona, Beckenbauer und Messi. Was für Legenden. Und die erste WM aller Zeiten gewann damals 1930 Uruguay. Ja, wusste ich auch nicht. Gegen Argentinien 4-2 im Finale, ja. 1958 von Brasilien. 54, 74, 90, 2014. Wie viele Beamer hier auch überall an den Decken sind. Also jetzt Real Talk, Leute. Das ist, glaube ich, mit Abstand das coolste Fußballmuseum, in dem ich bisher war. Mexiko 1986. Ja, nochmal Maradona. Junge, es hört einfach nicht auf, Maxi, ne? Es ist so der absolute Wahnsinn. R9. Ballack. Junge, das ist, hört nicht auf. Muchachos. Ahora nos volvimos a ilusionar. Ah, hier natürlich auch noch die Geschichte der Frauen abgebildet. Voll aktuell schon, ne? Spanien. Ist vor ein paar Wochen erst gewonnen. So, und jetzt gehen wir nochmal zu dem Universum der Legenden. Schau mal, die haben sogar hier auch so richtig Löcher und so, die Trikots. Okay, das ist hier jetzt schon sehr aktuell. Vinicius, Haaland, Messi, Mbappé, Pedri, Cristiano, Neymar und Luka Modric. Und Anton Rinas. Oh mein Gott, Bro, sowas gibt's auch im Barca-Museum. Das Screen geht einfach über die komplette Halle hier. Schau, wie viele Beamer da sind, die dann entdecken. Überall. Ey, wie cool, das wird sogar hier auf dem Boden so projiziert. Boah, Junge, was geht hier ab? Alter, Gänsehaut einfach. Cristiano, Leute, mit dem Fallrückzieher. Leo. Junge, wie geil ist eigentlich Fußball, Alter. Gott sei Dank gibt's sowas. Dieses Zitat muss ich mir merken. Die Kunst vom Fußball ist es, einen magischen Moment in eine ewige Erinnerung zu transformieren. Ja, was haben wir denn hier? Habe ich den Ballon d'Or gewonnen oder was? Der Achte winkt demnächst Messi. Letzte Etage ganz oben. Hier hängen wieder ein paar Trikots. Und dann wäre hier quasi wieder die Sportsbar. Aber da waren wir ja jetzt schon. Deswegen gehen wir jetzt wieder raus in die City. Nochmal auf die Nagels hast du keinen Bock, ne? Aber das Museum war wirklich 10 von 10. Ey, Bro, wir sind solche Vollpfosten. Hier ist einfach ein richtig geiles argentinisches Steak-Restaurant. Was ist hier bitte heute für ein epischer Vibe, Alter? Die spielen einfach auf den Violinen. Boah, so eine... Ich liebe diese Melodie, Digga. Ey, ich muss unbedingt auch mal auf ein Hans-Zimmer-Konzert gehen, gell? Boah, ist das geil, Bruder. Ich liebe epische Musik. Und kleiner Fun-Fact. Das hier rechts ist einer der meist fotografiertesten Häuser in ganz Madrid. Da drin befindet sich das Four Seasons Hotel und hier drin hat auch Union Berlin geschlafen. Und in dem Gebäudekomplex befinden sich auch richtig viele Luxusläden, hier zum Beispiel Hermes. Schaut mal, überall auch solche riesen Elefanten, Digga, an der Fassade. Maxi, aber allgemein, dieser ganze Platz, Alter, sieht echt heftig aus. Hier auch, schau mal. Alles so verziert. Ich glaube, da ist sogar eine Passage, da können wir durchlaufen. Galeria Canalejas. Okay, vamonos. Ah, das ist so wie KDW wahrscheinlich in Berlin. Ja. Ganz cool, gell? Ja, Rolex natürlich auch am Schlüssel. Boah, Bro, diese Windeltreppe, oder wie heißt das? Windel. Ich bin auch so eine Windeltreppe, Digga. Eine der schönsten Uhren, no cap. Platin Dated mit Baguette-Indizes. Bro, Alter, was ist hier überall für ein Marmor, Alter? Man merkt voll so, Madrid ist so dieses spanische München. Lass uns jetzt noch zum Königspalast gehen, den wollte ich auch noch zeigen. Richtig cool dort auch. 1 Kilometer zu Fuß, da laufen wir dann auch am Plaza Mayor vorbei. Da habe ich mir vorgestern die Paella gegönnt und da befindet sich dann der Palast. Oh, fast gegen die Säule gelaufen. Aber auch unnormal, wie viel hier los ist an einem Sonntag. Schaut mal da drüben, Digga, in der Gasse. Danach gehen wir auch noch zum ägyptischen Tempel von Madrid. So sieht der bei Nacht aus. Leute, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich glaube, heute wird der Vlog auch wieder ein bisschen länger. Der nächste wird auf jeden Fall dann wieder XXXXL, weil das dann wieder ein USA-Video wird. Wir wollen nämlich nach Orlando, das ist in der Nähe von Miami und dort dann das Disneyland, dort ist so Harry Potter, Hogwarts komplett Avatar nachgebaut. World so. Avatar World. Von der NASA gibt es da auch eine riesen Ausstellung. Könnt ihr euch freuen. Mir ist aber aufgefallen, so vom Stadtderby, Leute, im Zentrum bekommt man irgendwie gar nichts mit. Es ist nicht irgendwie, wenn Gala gegen Fener spielt in Istanbul, dass da einfach schon die Hölle los ist. Maxi ist sprachlos. Hier ist einfach ein Anime-Laden, Digga. Hier, Naruto. Alter, guck mal, ey, das sieht aber schon schmackhaft aus.
Hier die ganzen Speisen. Guck mal, wie geil der auch von innen ist. Digga, das sieht richtig dope aus. Da hinten auch, ne? Meine Damen und Herren, hier sehen Sie die berühmte Kathedrale in Madrid. Und wir crossen jetzt nach rechts. Die Stadt hat auch so extrem viele Cafés zu bieten. Die sind auch alle rappelvoll. Das taugt mir nämlich auch, wie dieses Haus da so verwachsen ist. So, Leute, jetzt sind wir auf dem Platz. Hier zu meiner Linken ist der Königspalast. Und wenn wir jetzt dort nach hinten laufen, dann sehen wir auch nochmal einen ganz coolen Blick über die Stadt. Und hier residiert der König von Spanien. Oder bald Maxi. Einmal war ich im Schloss von Versailles, Bro. Und da konntest du auch ins Schlafzimmer von Napoleon gehen. Man kann hier safe auch eine geile Tour machen. Allein wie die Straßenlaterne hier ausschaut. Sheesh. Bro, das ist ein Wetter auch heute. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ja, Bro, das ist jetzt auch nicht der Buckingham Palace. Ich weiß nicht mal, ob der König hier wirklich noch schläft. Oder nur ab und zu ist, keine Ahnung. Können die Leute in den Kommentaren helfen. Und das ist auch ein ganz cooler Kontrast, denn man blickt hier eher so auf die grüne Seite von Madrid. Die haben wir jetzt eigentlich bisher kaum gesehen. Die Statuen erinnern mich auch voll an Rom. Da standen voll viele von denen beim Olympiastadion. Mein Tipp für heute ist 2:1 für Real Madrid. Wobei in FC 24 ging es ja 2:1 für Atletico aus. Vielleicht ist das auch ein gutes Omen. Ach, wie schade. Die haben leider aktuell das Wasser hier rausgelassen. Dieser Tempel von Debo heißt der, stand ursprünglich am Nilfluss und wurde dann nach Madrid transportiert und wieder aufgebaut. Dann hole ich mir jetzt Juba, Bro. Wir trennen uns, ne? Du gehst Hotel. Bis später, Bro. Und Spaß, Bro. Danke. Ich habe gerade so nice Gespräche, Leute, mit dem Taxifahrer, weil der auch Barca-Fan ist. Real hat die ersten 5 Ligaspiele allesamt gewonnen. Eigentlich ist es heute mal so weit, dass die Punkte liegen lassen. Auge, Auge, Auge. Das Wanderstadion liegt am Stadtrand, also ziemlich außerhalb. So ähnlich wie die Allianz Arena in München an der Autobahn. Uff, und da hinten haben wir es. Was ein wunderschönes Stadion. Diego Simeone, der Trainer, wird hier natürlich auch extrem verehrt. Deswegen haben auch viele Fans hier hinten auf dem Trikot. Er ist Atletico-Fan und seine Freundin Real Madrid. Puedo preguntaros para la predicción de para YouTube? Empata uno. Empatado, 1-1. 1-1. 2-1. 250-0. Púselo. Okay, vale. Wir lassen mir, vale? Okay. Der eine hat 1-1 gesagt und der andere 2-1 für Atletico. Oh mein Gott, wie viele Leute da gerade aus der Metrostation rauslaufen. Ganamos 3-1, venga, vamos a jugar. 3-1, oh, okay, que lo pasen bien, vale? Mucha suerte. Er sagt 3-1. Ja, Hammer, Mickey Mouse hier wieder am Start. Das sieht schon sehr, sehr mächtig aus. Aber es ist wirklich sehr, sehr friedlich für ein Derby, also 0,0 Ausschreitungen oder so. Da können wir auch in so einen TV-Bus ein bisschen reinspähen. Pues mira, ojalá ganemos, pero yo creo que un 2-1, 1-1. 2-1, okay. 2-0. 2-0. Jugando bien. ¿Quién marca los goles? Griezmann. Jiménez. Jiménez. Okay, vale. Ciao, ne? Vale. Der eine sagt 2-1 und der andere 2-0. Jiménez und Griezmann schießen die Tore. Oder Morata meint der eine noch. Man muss auch ehrlich zugeben, von den drei großen Vereinen in Spanien hat Atletico mit Abstand die lautesten Fans. Die zwei Kumpels tragen jeweils ihre ikonischen Neuner, Benzema und Torres. Wir erleben gerade noch rechtzeitig den Sonnenuntergang. Und da drüben blickt man so ein bisschen da auf die Wohnviertel. Das ist natürlich cool für Kinder. Da ist noch eine Hüpfburg aufgebaut, ein paar Trampoline. Auf den Kollegen können wir uns heute auch freuen. Memphis Depay, geiler Kicker. Und das ist mein heutiger Block, 33. Vamos. Lo, 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 lo. Atletico! Das Stadion wurde ja erst vor 3 Jahren fertiggestellt. Das ist quasi immer noch wie neu. Oh, und ich glaube, da kommen die Torhüter oder so rein. Junge, Junge. Let's go. Boah, Digga, wir wieder geile Plätze. Diese Stufen hier sind auch so richtig edel mit so kleinen Spotlights auch. So, wir sind Reihe 19. Platz Nummer 5. So, genau neben dem Mann ist mein Platz. Das ist perfekt, weil hier ist auch so ein breiterer Abstand und dann kann niemand vor uns aufspringen und uns die Sicht verdecken. Da wird dann quasi der Ultra-Block sein von Atletico und wir befinden uns auf der Gegentribüne. Jetzt sind wir ganz unten. Näher kommt man hier nicht ran als Zuschauer. Da ist dann hier dann dieser Hohlraum dazwischen. Das ist so krass. Chelsea hat schon wieder verloren. Über eine halbe Milliarde ausgegeben und verlieren gefühlt jedes Spiel. Und da ist die Startelf von Atletico. Griezmann ist dabei, Morata, Depay, leider erstmal auf der Bank nur. Und jetzt kommt Real Madrid rein, ganz vorne Modric. Pfui! Pfui! Jude Bellingham, da ist der Golden Boy. Atletico wird wie gewohnt mauern, was das Zeug hält mit ihrer Fünferkette. Und bei Real Madrid gibt es ein bisschen Rotation im Mittelfeld. Kroos, Modric und Valverde sind mal wieder in der Startelf. Tchouameni erstmal nur auf der Bank und Vinicius ist immer noch verletzt.
Ich habe hier einen Zuschauer getroffen. Fabian, natürlich Real Madrid-Fan. Wie oft hast du mich schon verpasst? 6-mal, 7-mal. Was? Bei wie viel Klassikos war es letztes Jahr? 3-mal. Krass. Und was glaubst du heute? 3-1, Real. Ah. Allmählich füllt sich aber auch die Kurve von Atletico. Macht jetzt schon ganz gut Stimmung. Bellingham. Alter, wir sind so nah dran gerade schon wieder. Oh mein Gott, wie laut auf einmal. Der Zuschauer hat einfach auch Messi getroffen beim letzten Camp Nou-Spiel. Glückwunsch. Danke. Reals Aufstellung wird vorgelesen. Man versteht gar nichts. Junge, Bellingham. Ey, es ist hier eine Lautstärke im Wander. Ich sag ja, Leute, die Fans sind hier crazy. Und die Lichter gehen aus dem Stadion. Ey, wie geil sieht es aus. Holy Macaroni, Digga! Na, na, dum, dum. Na, 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 na. Boah, gleich kommt der Drop. Alle mit Fahnen. Boah, kommt das krass. Animation von dem Club Atletico Madrid. Wir haben auch eine kleine Choreo am Start. Auf dem Banner steht Nos sobran los motivos. Das heißt, wir haben jede Menge Motive. Keine Ahnung, wie man das interpretieren soll. Das ganze Stadion ist gerade am Hüpfen. Während die Mannschaft reinlaufen, läuft natürlich noch die Hymne von Atletico. Seite filmt. Gänsehaut. Werden jetzt direkt so laut pfeifen und los geht's. Molina auf und davon, der Weltmeister Argentinier. Lässt kann man wegen aussteigen. Sehr gut, Junge. Wiesmann zurück auf Molina. Sehr super gespielt. Oh, Ecke. Ja. Schönen Applaus. Super Molina. Start für Real Madrid. Da gehen die Köpfe auch ein bisschen zu Boden. Alter, schau mal, alle am Hüpfen wieder. Guckt euch das an. Boah. Einfach ein Atletico-Fan heute. Das ist natürlich perfekt für Atleticos Spielweise. Früh in Führung zu gehen und jetzt einfach das Ergebnis zu verwalten. Oh, Modric fahrlässig. Madrid schläft noch ein bisschen, Llorente. Oh, jetzt sieht er den 16er verzögert, abgefälscht, Ecke. Na, Digga, Alter. Diego Simeone ist da so am Gestikulieren am Seitenrand wieder, wie gewohnt. Athletik, Athletik. Ja. Alle Spieler in der Hälfte von Real Madrid. Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Wie geil platziert hat er den aber reingehauen. Nicht da ist der Kopfball. Real ist fassungslos. Boah, 2-0. Nicht mal. Warte mal. 18 Minuten nur gespielt. Holy moly. Oh mein Gott, Leute. Was für ein Glück, Mann. Eigentlich bei Atletico Real fallen oft wenig Tore, weil. Ja, also Atletico Spielweise, muss man ehrlich sagen, meistens geschissen lässt. Aber die spielt ja so ein geiles Fußball wie ein Angriff. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Morata. Oh nein. Oh. Real muss jetzt schleunigste Reaktion zeigen. Ja. Robert, die sind so bissig in den Zweikämpfen. Oh, weiß nicht. Ich hätte auch eher faul gesagt. Bayern ist auch nicht zufrieden mit der Schiri-Entscheidung. Schon wieder so viel Platz für Llorente. Wahnsinnsparade. Ich glaube, die beste bisher, seitdem er bei Real Madrid ist, von Kepa. Oh mein Gott, Rodrigo gegen alle. Er ist viel zu wenig. Den wollt ihr auch viel zu offensichtlich schimpfen. Halbe, gell? Groß. Boah! Überragend gemacht von der deutschen Mittelfeldlegende. Ganz, ganz wichtiger Anschlusstreffer für Real. Kommt ein bisschen aus dem Nichts. Am Glück, dass sie sich nicht das Dritte gefangen haben. Alter, das war eine richtig krasse Bude. Vor allem technisch ehrenstark gemacht. Wir haben ein Fußballspiel, Leute. 2-1. Bellingham viel zu frei. Abseits. Uiuiui. Da bin ich gespannt auf den VAR. Das gibt's doch nicht, als ob die jetzt noch in der ersten Hälfte zurückkommen. Das Atletico schwimmt gerade drinnen. Ey, du darfst einfach Real Madrid nie abschreiben, ne? Die haben so katastrophal verteidigt in der ersten halben Stunde. Ganz Luftzweikämpfe verloren. Atletico werden fast 3 Kopfballtore gemacht. Und zählt's? Abseits, es zählt nicht. Ja, immerhin. Es wird extrem hitzig. Rodrigo wurde gerade dieses andere weggesetzt von Koke an der Seitenlinie. Es ist Halbzeit. Ey, was waren das bitte für geile erste 45 Minuten. Die können eigentlich gar nicht mehr getoppt werden. Oh mein Gott, gerät! Nicht mal 15 Sekunden gespielt! Morata wieder Kopfball! Chance für Kepa. Oh, 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 oh. Jawohl, 3-1. Da. Ey, wenn dieses Spiel Real echt noch schafft zu drehen, dann fress ich wirklich live on Kamera am Besen. Ich weiß es. Aber auch wie bitter aus Sicht der Blancos, die fangen sich 3 Kopfballtreffer. Die Rochi Blancos erwischen aber dafür einen Sahnetag. Weg. Da, Bellingham. Bringt nochmal rein, verzögert, Übersteiger, macht er gut. In die Mitte, auf Groß und er wird geblockt. Sehr gut, Jungs. Anton. Wieder Kopfball. Oh! Kepa! Das war gar keine Parade, das war einfach Latte. Mann! Oder werde. Und Zuckerpass. Rodrigo wird geblockt. Die letzte Viertelstunde bricht an und jetzt merkt man, geht Atletico in den Atletico-Modus und mauert nur noch, was das Zeug hält. Ich denke, sie schaffen es auch, den Sieg über die Bühne zu bringen. Oder sie machen das 4-1. Morata geht raus, bekommt hier Standing Ovations und der Löwe, Memphis, Depay kommt jetzt nochmal rein. 10 Minuten, 90. Minute schon. Das Stadion singt, ole, ole, ole. Wir befinden uns jetzt in der Nachspielzeit. Es gibt 6 Minuten obendrauf. Ole, ole. Und Memphis.
Foul gerade von ihm. Sehr unnötig von Jude. Ich glaube, mit gestreckten Ball, mit Sohle nach vorne, hat er Glück, dass er nicht auf Platz liegt, meiner Meinung nach. Das war's! Abpfiff! Erste Niederlage für Real. Master bleibt am Ende wieder. Danke, Atletico. Wie schön auch das Stadion hier bei Nacht ausschaut. So gehe ich doch gerne schlafen. Was für geile Tage wieder waren das heute in Madrid. Am Ende hochverdienter Sieg für Atletico. Die haben heute den deutlich besseren Tag erwischt. Ich hoffe, euch hat der Stadionvlog gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Bewerten könnt ihr nicht vergessen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder.